Moin Moin, hier ist Angelus. Willkommen zurück zu God of War. Kratos und Atreus befinden sich immer noch in der Riesenzwergenmine, wo sich Zwerge und Riesen die Hand geschüttelt haben damals. Und jetzt gehen wir weiter durch die Gänge, durch die Korridore. Schau, noch eine Laterne. Noch eine Laterne? Kaputt. Lass sie zurück. Wozu sind die gut? Es ist keine Ahnung. Irgendwas Besonderes daran. Das spüre ich. Das spürst du. Komisch, dass ich das nicht spüre. Ach, guck mal, jetzt sind wir in den ersten Raum. Haha. So sind wir hier oben hingekommen. Unter mir ist das rote Harz. Unter mir ist das rote Harz. Aber guck mal, wir können auch hier wieder zurückgehen in den anderen Bereich. Obwohl wir da ja alles haben. Kann die Tür dauerhaft offen bleiben? Nee, ne? Nee, die würde dann hinter mir zugehen. Aber so wären wir wieder hier, falls man da nochmal zurück möchte. Kommt das nicht von diesen Laternen da? Das sieht aus wie so eine Laterne. Ja, ich kann hier daran drehen. Ah, ich kann den Wagen dann... Ah, deswegen muss ich nochmal zurück. Den großen Wagen können wir hierher schieben. Okay, aber kurz hier auch nochmal die Kette runterlassen, bevor ich runtergehe. Oh, ich kann ja unten eh nicht rein, wegen den Haaren. Ich kann den Wagen auch kurz nochmal hier stehen lassen, damit ich da drüben hoch kann. Ja, freut mich, dass ihr wieder hier eingeschaltet bei God of War und noch genauso viel Spaß habt an dem Let's Play wie ich selbst auch beim Spielen. Hoffe ich jedenfalls. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da für das Projekt und für Atreus, für den tollen Sprung, den er gerade gemacht hat. Stopp. Stopp. Und wo gehen wir jetzt? Er ist da vorne. Er ist da vorne. Aber ich bin jetzt hier. Hey, ich hab mal erst... Ihr habt ein Brett im Kopf. Oh, lol. Du hast ein Brett vor dem Kopf, mein Junge. Sorry, ich war's. Oh, das ist aber eine epische Kiste. Die leuchtet Gold. Da ist auf jeden Fall was anderes drin. Und? Oh, was ist denn das? Falkenflug. Runenbeschwörung. Beschwört Spektralfalken, die sich in den Boden stürzen. Aha. Ich habe ja bisher den Wolf ausgerüstet und jetzt hier... Wow, das sieht aber auch stylisch aus mit den Falken. Aber guck mal, das ist ein bisschen kürzer. Die fliegen einfach einmal so rum und hauen dann zwei Gegner runter. Ist für Betäubung ganz nett. Schaden nicht so viel. Der Wolf hier macht auch Betäubung. Ist aber ein bisschen langsamer, aber springt er noch mehr Ziele an? 1, 2, 3, 4. Der springt auf 4 Ziele, der Wolf, und ist nicht so schlecht. Hat auch 3, also 2 Schaden und 2 Betäubung. Jetzt Runenschaden nur 1. Der hier macht weniger Schaden, aber Betäubung ist auch nicht unbedingt besser. Hm. Ablenkzeit 90 Sekunden, 110. Oh, okay, der hat eine bessere Ablenkzeit, dann nehme ich den. Kann er öfters machen. Na gut. So, hier kann ich wieder die Kette runterlassen. Der sieht schwer aus. Lebenspunkte habe ich voll. Ach, was, den Felsen hier? Na dann, hau mal rein, ey. Gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Ich beeindrucke den Jungen immer wieder. Geschafft. Jetzt bekommen wir das Seilrad in Gang und schaffen es nach oben. Okay, einen Weg finden, aufzusteigen. Schade, ich kann hier nicht aufs Holzdings raufgehen, um da vorne mal zu gucken. Nur bis da. Okay. Muss ich nicht nochmal den Wagen nochmal weiter nach vorne fahren? Da sind überall noch Schienensysteme. Das checke ich nochmal ab. Das Kohlefahrzeug, wenn ich den weiterschiebe, was dann passiert?
Der fährt nur bis da. Hinter dir, pass auf! Wow, ein Troll? Ein Eistroll. Eistrolle hatten wir auch noch nicht. Ganz schön blau, der Typ. Okay. Dann nehmen wir das hier. Oh, nee, ohne Axt nimmt er gar nichts. Lass dich nicht ablenken. Und ich habe eine Eisaxt. Macht ja auch keinen Sinn. Oh, ich habe Feueraxt. Oh, die Feuer macht aber heftig Schaden. Guck mal, ich kann ihn anbrennen. Jawohl. Das ist krass, diese Muspelheim-Axtgriff, der richtig krass Feuerschaden raushaut. Da kommt er gar nicht klar. Ach. War ich noch in der Animation? Hab mich gerettet. Sie sind kaputt, Junge. Jawoll. So. Er ist immer noch am Brennen hier, der Gute. Oh. Uiuiui. Der macht aber auch gut Eisschaden, der Junge. Ich bin noch nicht so weit. Er ist aber so weit. Der ist hinüber. Zurück zum Rad. So gut mit der Feueraxt, ne? Als er immer unten gebrannt hat, der ist zu nichts gekommen, der Troll, weil er immer von Feuerschaden getroffen wurde. Voll fett. So, der Fluss aus Messern, schwerer Runenangriff. Okay. Nett. Geht halt wieder gegen mehrere. Kommt halt so eine Eiswelle den Boden entlang. Ich benutze ja das Ding hier gegen ein Ziel, wo er schön hier zack, hackt. Finde ich nicht schlecht, weil 3 Schaden, ne? Der hier macht nur 2 Schaden. 59 Sekunden Abklingzeit ist gleich. Typ Linie geht in eine Linie nach vorne. Ein zerstörerischer Angriff mit einer Reihe von Eissplittern, die Frostschaden verursachen und Gegner bei Berührung in die Luft schleudern. Ich bleib da lieber bei meiner heftigen hier Akro-Eis-Attacke. Ja, das war auch nicht schlecht. Nö, bin da voll zufrieden mit meinem schweren Runenangriff. Fester Stahl. Plus 2. Oh. Frostflamme. Jawohl. Jawohl, gratis Axt. Nächste Stufe. Leviathan-Axtverbesserung aktiviert. Aber ich gehe jetzt nicht nochmal zurück, um da zu verbessern, weil Brock und die Zwerge findet man hier an jeder Ecke. So, hat das jetzt eigentlich was gebracht, dass ich den Karren hier hingeschoben habe? Nicht wirklich, aber weiter geht er nicht. Ich kann ja wieder zurückschieben, aber weiter nach vorne. Nicht möglich. Hier vorne ist auch der Abgrund. Aber, nö. Wir können jetzt hier am Rad drehen, um weiterzukommen. Das beste Update bisher, der Griff da unten, der Knauf aus Muspelheim mit Feuerschaden. So gut.
Funktioniert! Wieder flott. Okay. Wir haben die Kralle. Es passt. Ah, das. Das ist perfekt. Für den Karren. Wenn ich jetzt loslasse. Hey, warte auf uns. Okay. Ah. Müsste halten. Das müsste halten, ja. Die Axt hält alles, Junge. Hiermit fahren wir hoch. Das ist ja auch interessant. So. Nochmal kurz umsehen. Das war ja nur der Harzraum, wo ich nicht reinkomme. Da oben war ich drauf. Hinten haben wir auch alles gemacht. Ich glaube, das sieht gut aus. Und da ist ja noch die Magietür, wo ich eh nicht rein kann. Okay. Auf geht's, Junge. Halt dich fest. Wow. Ob das bis ganz nach oben geht? Das wird sich bald zeigen. Gut, dass wir hier Licht drauf haben auf dem Ding. Irgendwas ist seltsam da oben. Da lauert eine Gefahr. Denke nicht an das, was eventuell sein könnte. Konzentriere dich auf das, was ist. Und sei wachsam. Jawohl. Könnte der Schrecken noch irgendwo auf uns warten? Wer nennt sich denn der Schrecken? Nicht der Gipfel, aber näher dran. Ja. Weiter fährt das Ding nicht. Da ist was hinter. Eine Kiste. Okay. Ein bisschen dunkel hier. Oh, oh. Gar nicht gut, wenn so eine Sequenz kommt. Hey, die ist nicht kaputt. Da steht was. Ein Gebet der Riesen. Sie bitten ihre Vorfahren, über sie zu wachen. Sie heimzuführen. Junge. Warte. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Ist das eine gute Idee? Solche Laternen. Schau. Wie sie teilweise auch in Asien noch verwendet werden. Die mit Heißluft fliegen. Gab es auch bei Horizon Zero Dawn damit so eine coole Szene am Anfang des Spiels. Was hast du geschrieben? Sie sollen Mutter beschützen. Ein Gebet. Wachen sie über uns auf dem Weg nach oben? Komm, Junge. Es ist ein langer Weg. Ah, das war eine schöne Sequenz. Das war schön. Endlich hat er auch mal wieder den Arm um seinen Jungen gelegt. Zurück. Wow, das ist eine Falle, Junge. Nicht, ne, geh nicht alleine vor. Sonst hast du gleich keine Haare mehr. Dann siehst du aus wie Kratos oben rum. Du musst ja noch die Kiste mitnehmen, Mensch. Wie gut dieses blaue Licht aussieht. Mann. Kann man so eine harte, geile Beleuchtung programmieren? Geht nicht rein in meinen Kopf. Warum kann ich jedes Spiel so aussehen? Deine Augen? Jetzt hat er keine Augenbrauen mehr. Jetzt geht's schon los. Du sollst doch nicht reingucken, Mensch. Der Tunnel, Junge. Kapiert. Vorsichtig. Ja, vorsichtig. Aha. Mehr Prüfungen. Wenn hier Prüfungen sind, warum ist denn hier keine Krähe, die Prüfungen anschauen möchte? Da oben leuchtet auf jeden Fall etwas. Offenbar haben Zwerge mit diesen Tunneln die Fallen der Riesen umgangen. Und für uns. Oder für mich zumindest. Naja, für dich ja. Zwergentunnels. Lebensfunktor, die kann man mitnehmen. Da ist wieder eine Kiste. Hä? Die Kiste fliegt. Das gibt's doch nicht. Das hilft uns nicht. Ah! Wir sehen uns drüben. Wir sehen uns drüben. Ja, toll, Junge. Der verzieht sich mal wieder hier, ne? Wie kriege ich jetzt die Lootkiste da oben? Gehen einfach mal mit. Aha. Wir haben hier drin noch kein weiteres Artefakt gefunden von diesen
Höhlenartefakten, die sie eigentlich sein sollen. Das muss auch irgendwie ausgehen, das Teil. So, bis hier hinten hin reicht das Feuer nicht. Hier kann ich ruhig schon so an der Wand stehen. Hier hinter auch. Aber wie geht das wieder runter? Ist hier irgendwo was, wo ich drauf schießen kann? Mach dich bereit, Junge! Ja, toll, jetzt haben wir noch Gegner. So, der sagt nichts mehr. Geht's doch hier weiter? Ja. Ah, okay. Da haben wir das Rädchen, wo ich dran drehen kann. Also wenn man an dieser Stelle hier ist und du hast noch nicht dieses Geschosse zurückwerfen, ist das ein bisschen anstrengend, weil du musst so ständig deine Axt werfen. Ah, der nächste Feuerstrahl. Kurz warten. Und jetzt. Erstmal das Ding ausdrehen. Hält das länger? Es hält länger. Jawoll. Und die Schuppen, ne? Oder? Ja, der Konzentration. Plattenschulterrüstung der Konzentration. Aber Platte, da steht Platte dran. Bei den anderen war es immer Schuppe. Interessant. Hat aber auch nur Abwehr und Abdingzeit, genau wie die anderen Teile, die wir da gefunden haben. Ich trage Stärke und Abwehr. Will ja auch ein bisschen Schaden machen, ne? So. Vater, sieh mal da oben! Ich will erstmal hier noch sehen, ob ich da hinten alles hab. Wo genau oben meinst du? Der Aufzug? Noch einen Aufzug. Vielleicht noch einen auch schneller nach oben. Den hast du gesehen oben, okay. Rage habe ich. Eine Krähe ist aber nicht da, die würde man, wenn, dann auch noch hören hier. Okay, daran kann ich ziehen. Ah, schon wieder dieses Brett in mir drin. Hau ab, Brett. Oh oh. Klappt! Ah, wir fahren jetzt schon. Oder auch nicht. Sind wir noch zu schwer? Ja, siehst du nicht den Stein auf der Seite noch? Der muss auch runter. Aber wir sind jetzt hier auf so ein Zwischending. Wo man noch runter kann. Haha. Weil hier noch eine Kiste ist. Und da liegt noch ein Artefakt. Oder Hacksilber. Hacksilber. Ein Zwerg. Guck mal, der Bruder von Brock. Ist auch blau. Aber so wie der aussieht, wollte er sich gerade vor irgendwas schützen und ist noch ein bisschen am Qualm, als ob er von Feuerschaden getroffen wurde. Oder von einer Feuerfalle. Okay. Einen Stockwerk höher, bitte. Zack, wir bewegen uns. Sag mal, wenn wir auf dem Gipfel sind, was glaubst du, wie weit wir dann sehen können? Bis zum See, zur Weltenschlange, zum Haus? Das sehen wir, wenn wir dort sind. Bis dahin, wachsam bleiben. Jetzt fährt er aber schon so weit hoch, das sah eben so aus, als hätte man da noch auf die Zwischenstücke noch wieder abspringen können. Wow. Atreus. Alles gut, hab nur kurz das Gleichgewicht verloren. Ja, deswegen für schwankt jemanden, auch ganz schön. Wenn du so stark ist, machst du dir echt viele Sorgen. So komme ich gut zurecht und sichere unser Überleben. Mag sein. So zu leben macht aber nicht viel Spaß. Findest du? Oh, wir sollten das Gewicht ausbalancieren. Nein! Wow.
Na los, dann komm mal her. Hier, für dich! Danke. Das war mal wieder die gute Vierer-Kombo. Konzentrier dich. Glaube. Ach komm, der hat doch nichts drauf. Ah, immer dieses Explodieren. Oh, von hinten! Erstmal das Feuer ausmachen. Der schießt. Ah, daneben. Wolf! Oder besser gesagt, die Vögel! Die habe ich ja jetzt ausgewählt. Von hinten! Nee, so weiter rumhacken, dann geht gleich der Fahrstuhl runter, ey. Schieß doch! Nein, zu langsam! Moment. Schießt der schon wieder? Na los. Zu langsam. Wie viel Spaß war das? Verstehe. Mehr Sorgen machen. Steigen wir hier aus? Nein, wir stecken fest. Wir stecken fest. Wie viel Spaß war das? Ja. Ein Teil des Aufzugs klemmt in der Wand fest. Kriegst du ihn raus? Okay, gute Beinarbeit. Gute alte Beinpresse. Wer kennt sie nicht? Okay, das Ding fährt weiter. Wie viel weiter müssen wir noch? Ich weiß es nicht. Greift uns noch mal jemand an? Garantiert. Garantiert, oh, ja. Mann. Ja, sei jetzt bereit. Da war was. Andi, das war meine Ablenkzeit. Geht's dir gut? Nein, mir geht's nicht gut. Ich hab keine Lebenspunkte mehr. Wieder ausmachen, die Rage. Da kann man nämlich wieder schön seine Lebenspunkte aufladen. Die ganzen Zwergentüren. Oh! Ein Troll! Nee, das ist ein Ogre, sorry. Und. Holy shit! Ganz schön was los heute in der Folge. Rolle, Ogre, alles. Kack. Arsch. Huh, Hacksilber. Stark. Aber es gab viele Lebenspunkte und die Kämpfe werden echt angenehmer mit den weiter? Ganzen Fähigkeiten. Wir könnten gleich zurück sein. Ich will nur gucken, ob man von so, wenn er klemmt, irgendwo vielleicht hin könnte. Bevor man weiter nach oben fährt. Muss man ja mal aufpassen.
Mensch, ey, heute echt was los. Erst dieser geile Eistroll. Dann noch hier jetzt eben der Ogre. Oh, der Kristall hat sich bewegt. Ich glaube, wir sind sicher. Sieht so aus. Vater, wenn wir Mutters Asche verstreut haben, was dann? Was kommt als nächstes? Dann tun wir nur eines. Wir kehren heim. Das war's? Das Abenteuer ist vorbei? Fürs Erste. Aber wir haben viel zu tun. Du hast recht gehabt, auf dem Boot, nachdem der letzte Baum gefällt war. Du sagtest, etwas hätte sich verändert. Ja. So ist es. Und unser Heim ist nicht mehr sicher. Aber das wird es wieder sein. Und wir müssen deine Ausbildung fortsetzen. Ah. Okay. Ich glaube, wir werden hier noch mehrere Teile auch von God of War in der nordischen Mythologie zu sehen bekommen. Jetzt auch gerade, wo dieses Spiel so ein mega Erfolg ist. Zu Recht verdient. Wir sind fast auf dem Gipfel. Nichts kann uns jetzt noch... Vielleicht... Oh, what the fuck? Verhol dich und bleib hinter mir. Wow, das sieht nice aus. Gegner voraus. Das ist der Schrecken. Herzeler, oder wie er hieß. Aua. Nimm mal die Pfoten weg von Marschwill. Ey, wir müssen das am besten ja. Wohin ausweichen, wenn er das macht? Wohin ausweichen, wenn er das macht? Komisches Vieh, ey. Holy shit. Was tust du da? Halt dich bereit. Wow. Habt ihr gesehen? Der hat rotes Harz zerschossen. Mit seinem Blitzangriff. Das war heftig. Ja, auf jeden Fall. Das war mega heftig, aber auch irgendwie geil. Der hat das rote Harz zerschossen mit seinem Laserangriff. Also wir brauchen Blitz, um hier diese Dinger wegzuschießen. Für das Harz. Hier ist auch alles verblitzt. Das war ja mal mega, ey. So, aber bevor es weitergeht, werde ich hier noch eine kleine Pause einlegen. Viel passiert heute. Ey, es gab den Eistroll, dann gab es den Ogre auf dem Fahrstuhl. Und jetzt gab es das Ding. Wie immer das auch heißt. Heftig. Mir hat die Folge auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ich freue mich schon, wenn ich weiterspielen kann. Ich hoffe, ihr auch. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da für die heutige Episode. Und schaltet morgen wieder ein bei God of War. Macht's gut und ciao, ciao.